Warum nicht? Ich dachte, die einzige Liebe in diesem Spiel besteht da zwischen dieser Höllentusse und ihrem Recken und die Liebe zwischen Skarin und Freya. Aber dass es hier noch andere, noch solche Leute gibt, welche sich auch lieben. Respekt, Respekt. Hätte ich nicht gedacht. Colm and Adona. Oh, those silly youngsters. I thought they'd been taken with the others weeks ago. Hey, have you heard Legion have locked up some Vikings in a cave around here? They say the Viking traitor with the key has commandeered one of the towers in Thornvik. Ha! No one has had the stomach and the steel. Okay, so. Jetzt bin ich mal dafür, dass wir uns erst einmal zu dem Steinbruch porten, bevor ich das noch gänzlich vergesse. Dem diesen Honig zu geben. Dann ist zumindest da schon mal alles wieder abgeschlossen. Mir scheint es, unter anderem auf dieser Karte, dass es relativ schnell und fix geht. Okay, bisher noch. Wahrscheinlich ist es täuscht es dann so und die nächste Karte wird dafür umso schwieriger. Aber viel mehr dürfte eigentlich auch nicht mehr passieren. Denn wir hatten ja uns schon die epischen Runen gekauft gehabt, die es gibt. Also, ich dachte, es gibt vier Karten, aber wir konnten jetzt uns auf dieser Karte konnten wir uns die letzten beiden kaufen. Teleportation! Wie Son Goku? Teleportation! So, jetzt haben wir uns teleportiert! Das ist natürlich auch eine krasse Frage. Was wäre cooler, Teleportation oder Fliegen? Teleportation oder ein Drache, mit dem man hier durch die Gegend fliegen kann? Der Drache könnte Feuer spucken, das ist ja viel geiler, aber... Teleportation ist da viel schneller. So, der gibt uns seine Leute und jetzt können wir... Moment. Ein Wachturm? Ohne Schnapsbrennerei. Was müssen wir denn hier alles machen? Erfüllt folgende Direktive. Befreit zwei weitere Wiking-Clans. Befreit die Krieger aus dem Steinbruch. Befreit die Männer im Hof. Befreit die in dieser Höhle gefangenen Krieger. Befreit die in dieser Brennerei festgehaltenen Wikinger. Löscht die Legionshorde im südlichen Wachturm aus. Die einst friedvolle Siedlung von Torvgin wurde von der Legion überrannt. Ihre Gegenwart wird durch die dunklen Schamanen und Recken noch verstärkt, um es mit Heldstreitkräften auch nicht aufzunehmen müssen. Okay. Das ist klar, dass die Aufträge noch erfüllt werden müssen. Gut, so viel ist es wirklich nicht mehr. Das sind diese vier Sachen und davon müssen wir drei wirklich erledigen und die vierte, die ist ja eigentlich nur trainieren. Hallo? That honey you got me did me the power of good. I feel like a spring lamb. Now, I put this aside for you when I heard you were heading to Isaholm, and thankfully the Legion didn't find it. Gut. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass sie uns jetzt ein bisschen Knete gibt. Ey, Sprengstoff erhalten. Okay, den brauchen wir mit Sicherheit für die Höhle. Das haben wir ja schon so vielen... auch so viel Karten miterlebt, dass wir immer für irgendwelche Höhen immer irgendwo Sprengstoff brauchten und deswegen solltet ihr jemals in der Lage von Skarin sein. Befreit immer erst die im Steinbruch, die haben nämlich grundsätzlich Sprengstoff für euch. Ja. Und mit Sprengstoff könnt ihr euch jeden Weg frei machen. Waren die hier oder was? Das ist ein Badetag oder was? Und finish. Der andere ist tot oder was? Nö, der hängt da jetzt im Fels wahrscheinlich. Ja, da war er. Ah!
komm. Ah, jetzt ja. Zack. So. Gut, da sind noch ein paar kleine Wikinger. Hier ist noch ein bisschen Gold. Zack, 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 zack. Das war ja geschenkt. Ist es frei? Jo. Über den Fluss. Gibt es hier auch eine kleine Brücke oder sowas? Verstärkung für die Schlacht hast du gewonnen. Ja, das ist klar. Aber so ein bisschen was hier für... Okay, da ist noch ein Mettfässchen. Met. Dankeschön für das Met. Da vorne sehe ich schon wieder an dem Turm einen Teleporter leuchten. So. Aber eine Brücke finden wir jetzt hier auf Anhieb nicht. Gemeinheit! Ihr kleinen Schlingel, wieso gibt ihr uns keine... Oh, da vorne ist die Brücke. Wieso gibt uns jetzt hier vorne keine Brücke, sondern wir müssen erst hier ein Stückchen laufen? Ah, wir sind doch schon so dürr. Aber ist ihm auch nicht kalt, ist dem Jungen. Der hat doch gar keine Angst vor einer Nierenentzündung. Okay, Freya. Er hat den Segen Freyas. Der braucht darüber gar keine... davor gar keine Angst haben. Der braucht sich darüber auch gar keine Sorgen machen. Also, was gibt's Schöneres? Da vorne soll ja noch irgendwo... Da soll irgendwo noch ein Schatz sein. Ein Schätzchen. Geht's da noch hoch? Ich bezweifle es. Nee, hier geht's wirklich noch hoch. Das brauche ich gar nicht bezweifeln. Das ist nun mal so. Ey, Moment. Wo geht's denn da lang? Die dann immer irgendwo hinwandern. Ihr habt die Brücke jetzt gesprengt? Ach so, diese Sprengladung, die wird ja immer noch als besonderes Ding angezeigt, ne? Stimmt ja, das hat uns ja schon ein paar Mal in die Irre geführt. So. Alter! Du hier. Genau du. Ein bisschen verarscht. So, der Typ wahrscheinlich auch. So. Schickes Ding. Aber dass die Brücke nicht ganz kaputt gegangen ist, da sieht man mal, dass die Germanen doch eine schöne Baukunst hatten. Ja, eine Baukultur. Eine schicke Baukultur. Gut. Ihr betretet Wasilton. Wasilton. Psst. Den Trupp, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Lauft nie abseits der Straße. Was? Ja, seht ihr auch, was ich sehe? Wollen wir da einfach mal reinstürmen und einfach mal darauf hoffen, dass wir überleben? Und was passiert, wenn wir die alle besiegt haben? Brauchen wir dann die... Müssen wir dann die Stadt immer noch einnehmen? Eigentlich hätten wir es doch dann schon geschafft, ne? Wir haben ja die ganzen Recken dann von Midgard, die ganze Bedrohung schon im Alleingang bezwungen. So, ihr seid erstmal frei. Alter, geil! Das wäre auch mal eine Massenschlacht. Einer gegen so viele. Ihr wisst, wie oft ich da verrecken würde. Jo.
Erst bei der Wachturm, dann die Brennerei. Und am besten nicht den Typen dort begegnen. Hoffen wir mal, dass wir da nicht allzu viele Leute verärgern. Pfeile! Zu kurz. Gut, die dürften uns jetzt eigentlich nicht mehr sehen, aber die gleich wieder. Yet another of Hell's accursed towers. It protects our island from our forces in the south. Crush it, Skarin. Leave no being alive to spread our underworld stench. Na, na, komm, 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 komm. Kommt, kommt, traut euch. Und zack. So. Kriegt ihr auch noch eine Packung. Und zack, zack. Hier uns nochmal ein bisschen Adrenalin geholt. Oh, aber dafür könnten wir ja dann auch mal hier was einsetzen. Jo, super. Ich guck gleich mal ringsherum um den Turm. So. Ach, traurig. Ach, wie wir den noch fertig gemacht hatten. Ja, ich guck lieber mal gleich ringsherum, bevor uns dann wieder irgendein Typ fehlt und wir den gesamten Turm absteigen muss auf der Suche nach einem Typen. Gut. Und jetzt gehen wir hier gleich den Keller rein. Gold. Abgestochen. Unentdeckt. Unentdeckt. Und das hört man auch überhaupt gar nicht. Zum Glück gibt es nur die Möglichkeit, auf einer Seite der Leiter hochzulaufen. Ich weiß nicht, bei welchem Spiel das war, wo man auch auf der falschen Seite hochklettern konnte. Und dann, wenn man halt das oben der Leiter erreicht hatte, war man angearscht. Dann durfte man nochmal die gesamte Leiter runterklettern und es nochmal von der anderen Seite probieren. Bei welchem Spiel war denn das? Das hat mich immer total angekotzt. Da habe ich dann immer gleich nach oben geguckt, damit ich weiß, wie rum die Leiter angebracht wurde. Ach Mann, ey, zwei Assassinen. Ist doch einer zu... Nee, das sind ja gar keine Assassinen. Und alle ab. Ja, doch, diese Kampftechnik von Skarin, die hat sich bewährt. Die hat schon so vielen Typen den Kopf gekostet. So. Klettern wir hier auch nochmal hoch. Das ist doch hier wieder diese typische Stelle, wo ein Assassine uns gleich auf die Birne springt und uns nervt. So. So, ey, 836 Gold, geil. Zack. Mich würde gerne mal interessieren, was passiert, wenn, wenn man so einem Legionärsoldat einfach den Kopf abschlägt. Ob es dann wie beim Hühnchen ist, dass er einfach weiterrennen würde? Weil Skarin, der schlägt den ja immer noch die Arme ab. Das ist wahrscheinlich Präventionsmaßnahme, weil er genau weiß... Achtung! Das, der würde dann uns noch weiterschlagen. Gut.
da unten. Der Turm ist befreit, oder?